Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elia Safik ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu diesem Hogwarts Legacy Let's Play. Ich bin VAB, bin ein jahrelanger Potterhead und habe mich entsprechend auch seit Jahren auf ein Spiel wie dieses gefreut. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht lang reden, bevor wir hier reinstarten. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ich muss ehrlich dazu sagen, wir haben letztens im Stream hier schon mal ein bisschen reingeschaut. Also jetzt hier das erste Kapitel ist mir noch halbwegs vertraut. Heißt, ich weiß jetzt schon ein Stück weit, wie es abläuft. Kann jetzt entsprechend gut, aber da auch, würde ich mal sagen, erstmal durchspielen. Aber wie es in Zukunft dann wird und was in Zukunft noch kommt, ich bin gespannt. So, genau, ich glaube, das war so das Gesicht. Ich habe hier eben dann schon mal ein bisschen geschaut gehabt. Heißt, ich kann das jetzt ja relativ schnell alles durchklicken. Ich bin ja relativ hell, heller geht es eigentlich gar nicht. Auf der Kamera schaut es immer noch mal schlimmer aus als in echt, einfach durch die starke Belichtung hier. Ja, Brille habe ich zwar auf, aber die sind alle hässlich und brauche ich im Alltag dann tatsächlich nicht. So, die Haare, da nehmen wir, die sind es noch gar nicht mal, hier drüben waren die. Genau, Braids trage ich ganz gern mal und jetzt muss auch die Haarfarbe noch stimmen. Da wird es dunkler, andere Richtung. Schauen wir mal, ein bisschen rüber gedreht. Ja, ich gehe mal hier mit relativ hellen Haaren, also ich glaube, das kann man irgendwo als blond bezeichnen. Ist natürlich auch immer von den Lichtverhältnissen dann abhängig. Hier gibt es dann wilde Sachen. Gesichtsfarbe, die habe ich zuletzt gar nicht eingestellt gehabt. Muss ich mir jetzt auch erstmal anschauen. Okay, da wird man noch mal einen Ticken heller im Gesicht. Ja. Ja, komm, gehen wir eins weiter rein. So, Sommersprossen und Muttermale. Ja, ich habe definitiv nicht solche Sommersprossen. Die mache ich jetzt einfach mal weg. Und ja, Narben und Markierungen, da gibt es schon ziemlich wilde Sachen. Aber da weiß ich ehrlich nicht, ob ich irgendwas davon mitnehme. Irgendwas Dezenteres vielleicht, aber ich glaube, ich lasse es einfach dabei. So, dann haben wir noch die Augenfarbe. Die ist eigentlich schon gar nicht ganz verkehrt. Irgendwas Blaues. Das ist dann schon fast was Blau-Grünliches, würde ich mal sagen. Oh, und auf einmal okay, jetzt habe ich das hier erwischt. Auf einmal ganz braun, nee. Ja, ich glaube, hiermit kann man irgendwo gehen. Sieht man ja letztendlich im Spiel dann eh nicht mehr so großartig, schätze ich mal. Und die Augenbrauen, ich habe auf jeden Fall nicht so dicke Augenbrauen, dann nehme ich die hier. Da muss die Farbe jetzt noch halbwegs stimmen, auch ein bisschen heller, würde ich mal sagen. So, werden die heller? Okay. Ja, doch, ich glaube, das passt auch zur Haarfarbe relativ gut. Gut, dann war es das eigentlich damit schon. Wir nehmen Stimme 1, das ist die männliche Synchronstimme. Gar nicht schlecht. Stimmhöhe klingt dann relativ schnell ziemlich verzerrt, heißt, da werde ich nichts ändern. Und Schwierigkeit normal, jetzt braucht es noch einen Namen. Gut, dass ich hier neben dem Controller auch noch Maus und Tastatur habe. Ich bin Vincent AB. So, und schlaf bei den Zauberern. Damit würde ich sagen, beginnen wir diese Reise und dieses Let's Play. Sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem.
Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig. Im Hintergrund ist auch schon der Big Ben zu hören. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Diese Atmosphäre ist so genial. London früher, ich liebe diese Atmosphäre. Es ist so schön in Filmen und Ähnlichem. Und hier haben wir die Testralkutsche. Testrale deshalb, sie sind unsichtbar, solange man den Tod nicht gesehen hat. Und wer ist das? Ich bekomme so Gänsehaut, es ist so episch. Wir spielen hier unseren eigenen Film. Ich sehe das inzwischen zum wiederholten Mal, aber es ist so unglaublich cool gemacht. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Ranrock. Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Ranrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube... Ist das ein Dementor? Man weiß es nicht. Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Ranrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Ranrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen... Und seht her, die Testrale tauchen auf. Damit ist unser lieber George wohl von uns gegangen.
alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Nein, ich möchte hier genau mit Controller spielen. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. So fantastisch, also dieses Opening von diesem Spiel. Ich lieb's. Ich hab's jetzt schon in mehreren Let's Plays gesehen. Ich hab's jetzt selbst schon zum wiederholten Mal gesehen. Es ist einfach klasse. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Wie verblasst ist dieser Pfad wohl? Also, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich sehe den Pfad noch nicht ganz. Wo ist der Pfad? Schön aufpassen. Ich glaube, das ist dieser absolut wunderbar breit ausgebaute, sichere Weg hier. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich Hogwarts weiß nicht, Legacy. Wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Wo bleibst du denn? Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ja, was ist das denn hier? Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus ja, endlich. Auf das Zentrum. Basiszauber, neuen Zauber freigeschaltet. Genau, das mache ich jetzt. So, boom. Ui. Ausgezeichnet. Genau, ja, danke. Das habe ich schon mitbekommen. Geht's dir gut? Das war etwas holpriger als erwartet. Ja. Ein bisschen zaubern üben, so. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ah, da oben. Ja, hier geht's weiter. Aber was man gerade einfach in den Dialogen schon erfahren hat, uralte Magie, Hogwarts, nahezu verbannte Magie. Ich lieb's, wie sich der Kanon von diesem ganzen Universum hier so unglaublich erweitern wird.
Sie ruhig! Ich sag doch gar nichts. Reparo! Wow. Okay, also der gute Mann hat's drauf. So, einmal kurz nochmal die Aussicht genießen. An der Stelle kann ich auch gleich dazu sagen, ich werde hier nicht auf Story spielen, ich werde hier nicht durchrushen. Ich werde dieses Spiel einfach genießen. Wir werden uns einfach mal Zeit nehmen, wir werden uns alles im Detail anschauen, weil hier steckt so viel drin, das hat so viel zu bieten und genau das versuche ich mitzunehmen. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Hier, schaut euch das an. Die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Genau, die Minimap wird hier vorgestellt. Da, schaut euch das mal an. Und ich kann's, Überraschung, untersuchen. Professor, es ist eine Art Wandbild. Was für eine Erkenntnis. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. So, jetzt zeigt uns hier diese Markierung schon an. Wir müssen irgendwie dahinter, nur ist da jetzt eine Wand dazwischen. Allerdings, wir können uns ja erstmal noch eine Runde umgucken. Wow. Was macht der denn hier? Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause? Ein Zuhause, also da hat sich jemand auf jeden Fall gut gehen lassen. Stellt euch vor, ihr würdet so wohnen. Das ist ja noch im zerfallenen Zustand besser als was ich wohne. So, dann schauen wir mal, wo war es denn? Irgendwo gab es hier einen Weg raus, genau hier oben rum. Und hier unten kann ich da einfach drüber springen. Wir schauen mal. Ah ne, hier sieht es nicht so aus. Es verstecken sich auch einfach nämlich kleine Easter Eggs hier irgendwo drinnen. Muss ich jetzt nur schauen, wo man hier rumkommt, wo man die mitnehmen kann. Das sieht jetzt alles schlecht aus. Ja, schaut jetzt auch nicht so aus, als könnte man da irgendwo groß runterspringen. Dann gehen wir hier jetzt einfach mal den Pfad weiter lang. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? So, dieses Symbol, das kennen wir schon von dieser... ja, Schatulle oder was auch immer das eben war und vom Hogwarts Legacy Logo. Wo bleibt er denn? Professor Fig, kommen Sie mal! Ah ja. Sehen Sie das? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Diesen Stein? Wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ja, hier Gringotts, schau doch! Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. So, dann schauen wir mal genauer, was das hier sein soll. Was mit Merlins Namen? Okay. Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Schaut ganz so aus wie Gringotts. Allerdings nicht gerade wie die aus den Filmen bekannte Haupthalle. Weil, ja, wir sind hier irgendwo unterirdisch. Da die Stalaktiten an der Decke. Felsen außenrum. Aber trotzdem der übliche Stil von Gringotts. Guten Morgen, hallo? 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 Einen Moment. Hm.
Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Ja, natürlich. Wo soll ich denn sonst hin? So viele Umwege gibt es hier nicht, außer in die Tiefe zu springen. Nach Ihnen. Dankeschön. Let's go. Ich hab Bock. Das ist so eine coole Fahrt. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Und los geht's. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Also um 1500 circa. Da sind wir auch schon. Verlies Nummer. Schaut euch den mal an. Verlies 12. Ein großer Tag. Schaut ja sehr sympathisch aus. Rote Augen. Und ein schönes Armband. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Auch die Musik im Hintergrund. Es ist so eine unglaublich gute Atmosphäre. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Und es catcht auch einfach wieder voll den Harry Potter Vibe. Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. Und was ist er? In einer Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Hilfe. So. Was sagt ihr bisher? Also ganz ehrlich, noch haben wir natürlich von der eigentlichen Harry Potter Welt, Hogwarts und ähnliches, noch nicht allzu viel gesehen, aber dieses Spiel, ich lieb's. Also auch einfach mal gern in die Kommentare schreiben. Seid ihr Harry Potter Fans, seid ihr genau deshalb hier? Oder seid ihr einfach nur Fans von Games und ähnlichem? Und vor allem dann, was sagt ihr zu diesem Spiel? Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor
Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Da vorne schimmert was. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Okay. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Immer doch. Und los geht's. Auch hier diese Art vom Zaubern lernen orientiert sich, glaube ich, am zweiten Spiel von vor 20 Jahren. Ich glaube, 2002 kam der zweite Teil raus. Und ja, hier die Magie zu erlernen ist auf demselben Prinzip. Es ist so cool. Und probieren Sie es nochmal. So, okay, nochmal. Ja. Achso, nee, da drüben, da drücke ich nur da drauf. So, hier die Taste. Eine Tür. Und wieder dieses Logo. Da ist ja, das genau. Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Dann schauen wir doch mal. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen verdienen? Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Okay. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ja, also ich muss mir den Weg verdienen. Also immer fleißig Werbung schauen. Mal schauen, ob wir hier irgendwas entdecken können. Völlige Schwärze. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine ja, Art sie leuchtet Statue, blau, das kann wieder nur ich nur sehen. Als Spiegelbild auf dem Boden. Aber schaut mal, hier in der Luft war gerade was. Da Revelio. Ist dann wieder Revelio einzusetzen. Denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Mhm. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Okay, jetzt wird Lumos freigeschaltet. Sehr schön. Ja. Genau, dann einmal hier und Lumos. Zack. Sehr gut. Und das schon folgt das Spiegelbild mir. Zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Sieht aus wie eine Steinstatue von Hogwarts. Ah, okay, ich muss hier vorne bleiben, bis er aufsteht. Protego. Ui. Okay. Das nenne ich mal Kampfkunst. Kombination verschiedener Flüche. So, ich muss jetzt mit Protego abwehren. Und hier. Genau. Und ich schicke direkt sogar einen Stupor zurück. Dazu gleich aber mehr. Noch ein paar Basiszauber immer raushauen. Boom, boom, boom. So. Wann geht jemand zum Angriff auf mich über?
Oder warst du schon? Schaut gut aus soweit. Ja, ja, ich bin schon da. Hallo. Ja? Okay. Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Ja, vielleicht sollte ich Lumos wirken. Lumos. So, schon besser. Wohin soll ich nur gehen? Wie sieht's denn hier aus? Okay, hier passiert irgendwas, genau. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Und da drüben haben wir auch schon irgendwas im Dunkeln, was leuchtet. Also auch Revelio einfach immer wieder einsetzen. So, und wir haben 47 Galeonen gefunden. Davon kann ich mir schon eine Menge kaufen. Revelio. So, gibt's hier noch eine Kiste? Gibt's hier noch ein verborgenes Geheimnis? Oh, ich sollte vielleicht nicht gegen Wände laufen. Achso, Lumos. Weil Lumos weg ist. So. Schon besser. Dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Okay, ah, da hinten haben wir noch was. Lumos. Noch eine Truhe. Und nochmal 35 Galeonen. Ja, der Ausflug hat sich gerechnet, würde ich sagen. Oh nein, nicht schon wieder. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Oh, und... Ui, das war schon wieder zu spät. Da habe ich Protego verpasst. Protego, Stupor. So, genau. Wenn ich Protego lang genug gedrückt halte, dann feuere ich direkt mit Stupor zurück. Es macht so Spaß. Ich erinnere mich noch an die Spiele vom 7. Teil. Das war einfach nur ein Gemetzel. Das hat aber da gar keinen Spaß gemacht gehabt. Aber hier, das Kämpfen macht richtig Spaß. Ja, fetzen, fetzen, fetzen und bumm. Genau, jetzt bekommen wir das einmal gezeigt. Das habe ich aber versehentlich schon rausgefunden. Wenn ich Protego lang genug gedrückt halte, dann feuere ich direkt automatisch Stupor zurück. Und Stupor, genau. Und nochmal hier, Basiszauber, Basiszauber, zack. Jetzt habe ich kurz gedrückt, jetzt war es nur Protego. Und, oh, da kam ein Angriff, so. Und schon wieder, zack, boom. Ja, ich glaube, man sieht, ich habe Spaß. Und bam. So, dich kriege ich. Gleich habe ich dich. Ah, da, einer kommt noch. Bam. So, wo seid ihr denn? Mich kriegt ihr nicht so leicht. Okay, wir machen uns noch mal ein bisschen Licht hier. Und müssen jetzt wieder hier diesen komischen Spuren folgen. Ach, das ist nur eine Wandhalterung für eine Fackel oder so. Okay, hier ist nichts zu sehen mit Revelio. Dann weiter geht's. Vielleicht noch in die richtige Richtung. Und da vorne haben wir schon wieder das gleiche Symbol. Schon episch gemacht. Ein Bogen mit einem, weiß ich nicht, dunstigen Schleier taucht auf. Das hat im ersten Moment jetzt nichts Gutes zu heißen, weil wenn wir uns an den 5. Film erinnern, ja, Sirius Black ist dadurch gestorben, aber ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst machen sollen. Und wir sehen auch wieder einen Raum dahinter, heißt, wir treten da einfach mal hindurch. So, auch hier mal wieder Revelio. So, was gibt's zum Sehen? Eine Kiste. Gibt's noch eine Kiste?
Da ist noch eine Kiste. Also ihr seht schon, ich schaue einfach, dass ich auch Kisten mitnehme, dass ich ein bisschen erkunde. Ich werde hier einfach ganz gemütlich durchspielen und werde jetzt nicht nur die Story voranpushen, weil darum geht es mir hier gar nicht. Ich möchte jetzt keine kurzen Folgen haben, auch ihr seht schon, die Zeit von der Folge mag jetzt länger sein als bei weiteren Hallo. Folgen, weil ich schon weiß, bis zu welchem Punkt ich spielen möchte. Professor Fig? Ja, mein Gott, Ricks Herz, es geht Ihnen gut. Ich bin wieder zurück am Eingang zum Verlies. Ich weiß nicht, wie ich die Tür öffnen kann. Da muss etwas sein. Ich suche hier weiter. Was haben wir denn hier noch in dem Raum? Da passiert nichts. Ein Becken mitten im Raum, interessant. Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Paul Lockwood ist gut versteckt. Ich auch ein bereits bekannter Name, allerdings nicht allzu positiv. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie... scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Oh oh. Aber Sir... Habt ihr auf den Namen geschaut? Wo ist Ranrock's doch? Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Oh.
habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Wow. Aber auch der Raum scheint sich dagegen zu wehren, was hier passiert. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Diese Melodie. Hogwarts Legacy. Genau, und das hier wird wohl das Let's Play für die kommenden Wochen. Also war's das mit dieser Folge für heute. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Dazu am besten die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr auch sofort mit, wenn's hier weitergeht. Und ich freue mich drauf. Ciao, Leute.